Säuren kommen ganz allgemein von einer sehr schlechten Ernährungsweise, von einer schlechten Lebensweise, also zu wenig Bewegung, zu wenig Schlaf. Bei der Ernährung zu viel Fleisch, zu viel tierisches Eiweiß. Eiweiß zum Beispiel Milch, Milchprodukte, Joghurt, Quark, Käse. Wenn sie im Körper, im Organismus verdaut werden, sie bestehen ja aus Proteinen und werden zerlegt in Aminosäuren. Und hier wird schon deutlich, die Aminosäuren wirken säurebildend im Körper. Also es kommt ein zu viel an Säuren in den Organismus. Und ich kann es neutralisieren durch so einen Obst- und Gemüseteller zum Beispiel. Also alles, was aus dem Garten kommt, wirkt basenbildend. Und ich kann dann zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas sehr, sehr säurebildendes getrunken habe, wie Kaffee, nicht mit Salat neutralisieren. Dazu brauche ich dann die Unterstützung eines Präparates, was in der Lage ist, eine Neutralisierung herbeizuführen. Aber innerhalb der Ernährung kann ich bereits auf dem Teller eine Neutralisierung herbeiführen durch gewählte, geschickte Kombination von säurebildenden und basenbildenden Nahrungsmitteln. Mhm. Dabei sollte das Verhältnis, damit ich das noch kurz noch sagen darf, sollte also säurebildender Anteil nur 20% betragen und der basenbildende Anteil 80%. Also viel ballaststoffreiches Gemüse, Früchte, Salate. Und dann kann ich dazu beitragen, dass durch die Ernährung Neutralisierung oder zumindest nicht diese starke Übersäuerung entsteht. Mhm. Ja, Sie haben es jetzt eben schon angesprochen, wie aus der Chemie bekannt, Säuren auch im Körper werden mit einer Lauge bzw. eben mit Basen ausgeglichen. Mhm. Und wir haben hier in unserer Abbildung gerade nochmal zusammengefasst, welche Lebensmittel beziehungsweise auch welche Lebensumstände basenbildend wirken und säurebildend. Mhm. Und da sehen wir beispielsweise auf der einen Seite, auf der schönen, gesunden, grünen Seite, basenbildend. Auch die Bewegung ist wichtig, um eine Übersäuerung zu vermeiden. Warum? Die Bewegung führt dazu, dass ich eine verstärkte Atmung anfange. Also ich fange irgendwann an zu hecheln. Das heißt, eine verstärkte Atmung führt dazu, ermöglicht dem Körper, die im Körper gebildete Kohlensäure als Kohlendioxid abzuatmen. Und wenn ich mich verstärkt bewege durch Sport im Freien, dann kann ich das ausgleichen.